aber du siehst böse. Du, was ist los? Dieser Rekrut ist ermordet worden. Was hast du damit zu tun? Gar nichts. Ich bin neu hier. Hallo, du böser Typ mit nur einem Auge. Ich bin neu hier. Und genau deshalb bist du der Richtige dafür. Du wirst herausfinden, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Was? Ja, gut, wie soll ich vorgehen? Verstanden, wie soll ich vorgehen? Meister Vitus wird dich in dieser Angelegenheit unterstützen. Gut, was genau ist hier passiert? Gut, was genau ist hier passiert? Das Ergebnis meiner Untersuchung ist eindeutig. Tot. Dieser Mann wurde von hinten niedergestochen. Es gibt keine Anzeichen von Magie. Es gibt also keinen Grund, dass ich mich mit dem Fall befasse. Wieso ich dann? Willst du meinen Befehl in Frage stellen? Ich will nur wissen... Du wirst tun, was ich dir sage. Und du wirst niemals wieder eine meiner Entscheidungen in Frage stellen. Du weißt, was zu tun ist. Du wirst dich darum kümmern, Rekrut. Gut, werde ich machen. So, Bruno, Ja, komm, geh weg, Inquisitor. Mann, ich guck mir das Ganze jetzt mal an hier. Hemmler! Nein! Wir nehmen erstmal das Messer, aber... Bruno! Du hast mir nicht gesagt, dass das... Das ist deine Kammer. Tja, das mit Hemmler konnte ja niemand an. Nun, du wirst schon zurechtkommen. Ich muss auch noch... Also dann. Bruno? Wo bekomme ich einen Stab? Wo bekomme ich hier einen Stab? Versuch's doch mal beim Koch. Was? Nur ein kleiner Witz. Bei Carlsen, dem Schmied natürlich. Ha! Ha! Das war jetzt ein schlechter Scherz, oder? Carlsen, den haben wir eben umgenietet. Bruno, Mensch, wie soll ich denn da einen Stab bekommen? Oh, Leute, ich glaube, ich verkack mir das ganze Spiel. Okay, Bruno, geh weg, du hast doch zu tun. Leute, ich mach's mir erstmal in meiner Kammer hier bequem, trink ein bisschen Wein. Hemmler, das, ja, ist jetzt nicht so praktisch, dass du tot bist, nicht? Aber Seemannskiste, da nehmen wir uns mal alles raus, was da noch drin ist. Ein Dietrich und eine Pfanne. So, und dann sag ich erstmal Goodbye, World. Wir schlafen nämlich erstmal bis zum nächsten Tage. Bis zum nächsten Morgen. Ich möchte wieder ein bisschen gesünder werden. So, volles Leben. Hemmler liegt hier immer noch rum. Naja, was soll er sonst auch machen? Wir nehmen das kleine Krautpaket mal mit. Ach so, 2 von 3, den Tatort untersuchen. Was soll ich hier denn noch untersuchen? Was kann ich hier denn... Ah, Hemmlers Goldbeutel oder Geldbeutel habe ich da gerade bekommen. So, der Tatort wurde untersucht. Und ich schaue mich mal so um, was es hier so gibt, bevor ich mir einen Stab hole. Hier sind andere Kisten, hier ist ein Staubhaufen. Was zum Geier? Ach ja, ach so, ich muss ja die Eingangs... ich muss ja das ganze Gelände hier fegen, ne? Stimmt. Nein, komm aus dem Bett raus. Moment, das ist böse. Man schläft nicht einfach in anderen Betten. So, hier habe ich Flügel, eine Kiste. Also, solange mich keiner entdeckt, verdiene ich mich hier so ein bisschen an Materialien. Verdiene ich ganz gut, kann man sagen, nicht? So, den Staubhaufen, den fegen wir mal ganz einfach weg. Ja, und dann besorgen wir uns gleich ein Stäbchen. Ja? Also erstmal muss ich... Was ist das denn hier? Die dunkle Grotte? Oder wie sieht das aus? Wir gehen mal in diese Kammer hier drüben hin. Hier ist wieder ein Staubhaufen. Ich fühle mich langsam echt wie so ein 1-Euro-Jobber. Tut mir leid, aber ist so. Ich meine, hier die ganze Zeit fegen und im Endeffekt habe ich davon nichts. Naja. Kerzen kann ich nicht mitnehmen. Brot nehme ich mit. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aber ich habe einen Dietrich. Bringt er mir jetzt nichts, oder wie? Ich habe doch einen Schlüssel. Kannst du nicht mal so hier? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Gut, anscheinend geht die wirklich nicht auf. War ich hier schon? Nee, oder? Hier ist noch eine Truhe. Die geht aber auf. Und dann nehmen wir uns mal alles mit. Wisst ihr was? Ich freue mich schon... Verdammt, das wollte ich gar nicht. Wisst ihr was? Ich nehme das ja jetzt alles schon im Voraus auf und dieser Part ist wahrscheinlich erst am Dienstag oder Mittwoch hochgeladen. Wahrscheinlich Dienstag. Ich weiß nicht. Oder doch Montag. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Lustige ist, ich kriege bestimmt jetzt ganz viele Kommentare von euch wieder. Irgendwie 3, 4 Stück. Was machst denn du jetzt? Und wieso bist du jetzt da und nicht mehr bei Broga? Und oh, du hast das und das falsch gemacht. Tja,
Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das gut ist und ob das richtig ist, was ich hier gerade mache. Aber okay, den Staubhaufen werden wir mal wieder wegfegen. Oh Mann, ich habe ja sonst nichts zu tun. Naja, ne? So, weggefegt. Die Truhe ist leer und weiter geht es. So, ich habe das lustige Gefühl, dass ich erst gar keinen Stab bekomme. Pass auf, was du dreckiger Dieb. Denkst du, ich bin blind? Oh, 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 oh. Das ist schlecht. Nein, ich wollte dich doch nicht... Kaspar. Moment, Moment, Moment. Oh, ich laufe zurück, ich laufe zurück. Nein, ich muss hier weg. Der Dieb entwischt uns nicht. Bruno? Hier gibt's auch dauernd... Zeigen wir ihm, was mit Dieben passiert. Was? Oh, ihr helft mir gar nicht. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Oh, das Wache? Doch nichts. Oh, kann Schnapp mir... den Dieb. Bleib stehen. Ich bleib nicht stehen. Kann mir nicht mal jemand helfen hier? Ich hab doch gar nichts geklaut. Ich hab doch nur die du Kiste. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Scheiße, scheiße, scheiße. Irgendwann krieg ich dich. Und dann kannst Hilf du was mir. Erleben. Hilf mir, Pallas. Sind die noch hinter mir her? Oh. Oh Pallas? Haltet ihn auf. Er ist ein Dieb. Was? Pallas! Das hätte ich lieber gelassen. Oh, oh. Sauberer Schlag. Hä? War's das jetzt? Ihr lasst mich am Leben? Ihr habt mich nur einmal ge... Warte, ihr habt mich jetzt nicht echt nur einmal geschlagen, oder? Hallo? Bronco? Hä? Okay. Dankeschön. Ich hab nämlich nichts geklaut, nur die Truhe aufgemacht. Bruno, hallo mein Freund und Helfer. Der mir gerade nicht geholfen hat. Aber kein Problem. Du warst ja auch eben gar nicht in der Nähe. So, Möhre, Brot und Scholle. Sammeln wir mal ein. Sag nicht, hier in den Truhen ist jetzt wieder was drin. Die habe ich doch eben schon ausgenommen. Aber mir ist eben was Lustiges aufgefallen, als ich hier lang gerannt bin. Diesen ganzen Weg. Als ich so in Panik und Hysterie mal meine Angst auslassen musste. Und zwar... dass wir, wenn wir... Momentchen kurz. Hier, hier, hier. Hier ist eine Kiste. Die interessiert mich gerade mal her. Endlich passiert hier mal was. Was soll das denn jetzt? Los, hinterher. Ja, genau, ein Dieb. Wehe, du gehst mir nochmal auf den Sack. Das ist nicht gut. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir dein Gold nehme. Bronco, wie viel Gold? Er hat sich die Hälfte genommen. Sag mal, geht's noch? So, wir reden jetzt erstmal mit Carlsen. Also Carlsen, die Geschichte eben, wo Bruno und ich und also kannst du mir verzeihen? Für Diebe habe ich nichts übrig. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Und wo kriege ich jetzt bitte den Stab her? Hier wird nicht geklaut, verstanden? Ich klaue doch auch gar nicht. Oh Mann, ey. Leute, wie soll ich das machen? Tucker? Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Haha, was für ein Hohn. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst anziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Haben wir denn eine Wahl? Nein. Alles, was wir tun können, ist, uns vorzubereiten. Eine Stunde Training kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Gut. Dann schaue ich mich hier erstmal weiter um. Hier gibt es auch so einen kleinen Platz. Ich glaube, das ist im Endeffekt... nicht runterfallen. Ich glaube, das hier ist im Endeffekt diese Art Arena, die wir schon, wovon wir schon im Lager was, also dieses Lager mit Broga und so, wo wir da schon ein bisschen was von gehört haben. Schleifstein. So, was macht ihr hier? Ihr kämpft da, das ist aber schön. Was haben wir hier? Krieg ich dich doch noch. Wie jetzt? Wer will denn jetzt noch was von... Leute. Hallo! Sag mal, sind die eigentlich behindert im Kopf? Tucker, schlag ihn mit deinem Besen. Jetzt wird's spannend. Schlag ihn mit deinem... Oh. Ich sag mal nicht, dass... Bleib stehen! Ich finde das ja ein bisschen scheiße, dass ich hier dauernd von denen fertig gemacht werde. Bruno, bitte helf mir, Mann. Bruno, oh Mann. Wie komme ich hier wieder raus? Genau das habe ich auch gefragt, als sie mich hier reingeworfen haben. Aber keine Sorge. Irgendwann werden sie das Tor öffnen. Irgendwann? Das klingt so weit weg. Nun, Meister Ignatius entscheidet, ob das Tor geöffnet wird. Also mach dich nicht verrückt, sondern sieh dich erstmal in Ruhe um. Ja, lustig. Wer ist Meister Ignatius? Wer ist Meister Ignatius? Wer Meister Ignatius ist, willst du wissen? Wenn Meister Ignatius sagt, das Tor wird geöffnet, dann wird das Tor geöffnet.
Er ist also der Chef. Ja. Ja, ganz genau. Er ist der Chef. Zumindest war er der Chef, bis der Inquisitor gekommen ist. Der hat nämlich jetzt das Kommando. Aber glaub mir, der schert sich nicht um uns Rekruten. Okay, Bruno. Und ich hab jetzt so einen kleinen Verdacht. Naja, was heißt Verdacht? Krieg ich dich doch mal! Sag mal, ist gut. Bruno, ich gehe zu dir. Würdest du mir helfen? Das wäre nett. Bruno? Ich brauche Ruhe. Das bringt doch nichts. Hallo? Ach, Bruno. Ich hoffe, du lernst was daraus. Gut, Leute, wir sind gleich erstmal goldlos. Also ich habe gleich gar kein Gold mehr, nur mal so. Ich habe keine Ahnung, was der Ordenskrieger will, Mann. Jetzt, komm mal her, was willst du von mir? Jetzt weißt du, was dich erwartet, wenn du dich mit mir anlegst. Hä, er hat mir gar kein Gold geklaut. Ja, kannst du denn mal aufhören, mich immer umzuhauen hier? Halleluja, ey, wie eine Eintagsfliege. So, und mein Verdacht, von dem ich gerade gesprochen habe, ist, dass dieser Carlsson, ich beobachte den mal von hier, oder Karl, wie hieß der jetzt? Carlsi oder so, ne? Ne, Moment, der hieß Carlsson, ja genau, nur Carlsson. So, der muss da erstmal schön beschäftigt sein und dann, wenn mich keiner sieht, gehe ich erstmal in sein Haus. So, keiner hat mich... Vom Schlösser knacken. Scheiße, er hat mich gesehen. Ich habe mir nur dein Bett angeguckt. Hä? Schön dekorativ. Ich gehe auch wieder. Ja. Mongo-Opa, ey. Also, an Carlsson muss ich irgendwie vorbei, wenn ich einen Stab haben will. Und, ja, mal schauen, wie wir das machen. Ja. So, dann, was hat der hier vorne zu sagen? Hey, Bruder, warte mal. Was ist los? Du kannst den Friedhof nicht betreten, also geh wieder trainieren. Den Friedhof? Warum kann ich den Hof nicht betreten? Hier werden Artefakte gelagert. Artefakte, die nicht nur wertvoll, sondern auch gefährlich sind. Warum gefährlich? Die Artefakte kommen aus den Ruinen. Wer weiß, welche alte Magie sie beinhalten. Zu deiner eigenen Sicherheit ist es besser, du gehst jetzt. Gut, dann Ende erstmal, weil... Ich mach das nicht gerne, aber wenn du weitergehst, muss ich dich verprügeln. Ja, ist ja gut, ich will ja gar nicht weitergehen. So, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht und ob wir den Stab von Carlsson bekommen, das sehen wir dann beim nächsten Mal bei Risen. Ich mache jetzt erstmal die Pause hier auf dem Trainingshof und ziehe mir nochmal einen Apfel rein, beziehungsweise stecke ihn in die Tasche. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns, macht's gut und tschö, tschö.